Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, den Überlebensmodus. Willkommen zurück. So, Folge, keine Ahnung, welche Episode es ist. Es müsste, glaube ich, Episode 10 schon. Kann das sein, dass es Episode 10 ist? Ja, ich hatte eine längere Aufnahmepause. Es geht wieder weiter, beziehungsweise für euch ja nahtlos. Für mich, wie gesagt, ich hatte ein kleines Päuschen gehabt. Und, ja, ich habe in der Zwischenzeit, rausgefunden, dass wir natürlich auch mit Eisenbarren, glaube ich, auch, Rüstung herstellen können. Dazu muss ich aber erstmal gucken, wie das, ja, doch, Tatsache, 5 Eisenerz brauchen wir dafür. Alter, wie viel? Okay, damit sind wir aber schon mal ein bisschen besser ausgerüstet. Das sieht super aus. Sehr schön. Damit weisen wir nämlich wesentlich ein bisschen mehr ab mit an Pfeilen und sowas mit unseren du weißt schon. Mann, sag doch mal. Gegen die Skelette, genau, gegen die Skelette. Und, hey, Kohle, jede Menge Kohle. Ich hoffe, euch gefällt auch dieses Szenario hier. Also, dass ich dieses, genau, bevor ich jetzt irgendwas hier verliere und ich habe nichts mehr nachher, werde ich irgendwas wieder in den... Oh, wir sollten vielleicht mal das Hähnchen gleich auf den Grill legen. Fackeln haben wir auch noch genug, dann können wir ein bisschen so, das Hähnchen lege ich mal auf den Grill. So, die Dings packe ich noch eben ganz schnell auf die Schnelle noch eben da rein. Also hier oben auf die, das Steak packen wir da oben rein, gekochtes Schweinefleisch und dann haben wir noch ein bisschen was und dann würde ich sagen, gehen wir pennen. Wir haben nämlich Nacht. Also, fängt der Tag ja schon mal super an. Okay, ich sehe, wir haben nicht viel Rüstung. Also ein bisschen fehlt uns. Also wir haben zwar viel Rüstung, aber uns fehlt noch ein bisschen was. Achso, das ist schon gebraten, das Hähnchen. Okay. Mein Vermieter kommt gerade. Ja, ich bin... hoppala. Ja, ich bin sofort da. Ich frage mich die ganze Zeit, warum die nicht brennen. Warum? Immer wieder das gleiche Spiel mit denen. Das gibt's doch gar nicht. Sag mal. Immer wieder das gleiche Spiel mit denen, ne? Da muss doch hier irgendwo ein Schatten sein. Der Baum spendiert bestimmt Schatten. Das heißt, wir sollten den vielleicht mal fällen. Zumindest zumindest diesen Bereich. Wo Holz kann man ja auch genug brauchen. Wenn wir schon einmal dabei sind, können wir auch hier das Holz wegmachen alles. Na? Na, ob ich aber da wieder... Voll der Minecraft-Noob hier, der ja am Rumjammern ist. So, Moment. Wenn wir mal eben gucken, ob ich das vielleicht doch hinbekomme, so wie ich mir das vorstelle. Huch. Ach so, ich habe auch vor mir endlich mal eine eigene bescheidene Hütte zu bauen. So, wenn ich das... Hallo? Ach, ist jetzt nicht dein Ernst? Jetzt klemme ich hier, oder was? Ich glaube nicht, dass das... Oder? Nee. Na, vielleicht doch. Sollte vielleicht mal ein Stück. Huch. So. So. Na. Komm her. Na. Gigi. Du bist jetzt ja da dran. Ist nicht so möglich. Ist denn sowas möglich? So, vielleicht hilft das ja. Ich weiß es nicht. Wir werden es ausprobieren. Wir werden es. Aua. Und warum haben wir denn. Ich frage mich gerade. Warum wir. So wenig an Rüstung haben. Also, dass uns da noch etwas fehlt.
Das frage ich mich gerade, weil es kann ja nicht sein. So, schauen wir mal eben. Eisenschiebel, Eisenhose, Eisenhelm. Achso, vielleicht weil das nur Eisen ist, vielleicht deswegen. So, da haben wir uns einen Ofenkartoffel gebraten. Yeah, cool. So, was wollte ich sagen? Ich wollte mir ein Häusle bauen. Und zwar eine schöne Ortschaft wollte ich mir eigentlich auch suchen. Weil ich glaube, hier werden wir... Obwohl, wir könnten hier eigentlich... Wir haben hier alles. Wir haben hier Wasser. Wir können hier anpflanzen, wenn wir wollen. Mal ziehen wir einfach hier so ein Dings durch. Und dann machen wir hier noch einen Garten. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Dann fangen wir mal an. Ich muss noch eben eine Schaufel nehmen. So, das Wasser fließt hier schon mal durch. Das ist schon mal super. So, mal gucken, dass wir das einmal hier durchbekommen. Das sieht doch super aus. Es könnte aber ruhig noch ein bisschen mehr fließen. Na. So. So. Das sieht doch super aus. Dann machen wir da noch eine Brücke drüber. Das ist doch eine super Idee, oder? So eine schöne Hängebrücke drüber. Und dann, wie ich sagen, ziehen wir uns noch hier so ein kleines Bächlein rein. Wo wir dann anfangen zu pflanzen. Und sowas alles. Und diese Scheiße muss erstmal weg hier. So. Also, auf geht's. Jetzt müssen wir... Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal ach, guck mal an, hier können wir doch auch ein bisschen was pflanzen. Hier, wenn wir schon einmal... Direkt vor der Haustür haben wir auch so einen kleinen See. Jetzt haben wir nämlich auch ein bisschen Erde, da können wir ein bisschen was hinpflanzen hier. Hab ich ja ganz vergessen. Stimmt, wir haben hier... Ah, nee, Moment. Das war falsch. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, einen dazwischen muss immer bleiben. So. Machen wir, glaube ich, hier noch einen hin. So. Das ist doch supi. Das ist doch praktisch direkt vor der Haustür sowas. Das hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Oh. Da ist die Schaufel kaputt gegangen. Aber wir haben ja noch, wir haben ja echt gut aufgerüstet. Wir haben ja, mein Gott, was haben wir denn hier schon alles zusammen? Hoppala. Haben wir den hier schon alles zusammengebracht und alles. So, jetzt muss ich mal gucken, wie war das denn nochmal mit dem... das konnte man irgendwie anbauen. Wie war das denn nochmal? Ah, Moment. Musste ich dafür nicht die Dings haben für... hier die Steinhacke vielleicht? War das nicht so? Gab's doch, glaube ich, nur, ne, oder? Genau, zum... Ich weiß das gar nicht mehr. Umgraben, L2. Schauen wir mal. Ob das wirklich so... so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Ich habe gerade einen Zombie gehört. Ich weiß gar nicht, von wo. So, das kommt weg. Das brauchen wir nicht. Das kommt auch weg. So, jetzt kann man hier pflanzen. Habe ich... Ich hatte doch noch irgendwo was. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das denn nochmal? Die Samen. Kakaobohnen, Weizensamen. War da nochmal 4 Stück. Da oben haben wir auch nochmal Weizensamen. Da haben wir Weizenzuckerrohr. Ich weiß gar nicht, kann man das eigentlich alles anbauen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Da auch nochmal Weizensamen. Da oben haben wir auch nochmal Weizensamen, das werde ich alles anbauen. Mittlerweile ist ja wahrscheinlich schon Busch gewachsen oder sowas. Anbauen. So, das sieht doch super aus. Kann man das auch anbauen? Nee. Okay, ich dachte, vielleicht kann man ja irgendwie mit dem Kakaobohnen Kakao machen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt mir da gerne weiterhelfen, ihr hilft mir da bestimmt viel mehr. So.
Was kann man denn damit machen? Kann man den auch anbauen? Den Baum vielleicht? Geht das auch? Ach, man kann ihn pflanzen. Ich bin aber überlegen, ob wir da hinten nicht einfach hier vielleicht einfach ein Bäumchen hinzimmern. Zack. Machen wir einfach da einen hin. Und hier nochmal einen hin. Und am besten da oben vielleicht. Weil dann haben wir wieder einen Baum. Zum Ernten quasi. Das ist doch supi. Das ist doch supi. Aber ich würde jetzt gerne... Oh, und wie das schon wächst, ist ja fantastisch. Mein Gott, unser Minigarten. Toll. Ich werde mal eben schauen, dass wir so... Wir werden alles noch rüberpacken, rüberschippern. Also wenn wir umziehen werden, das kommt ja auch irgendwann. Das kann nicht mehr lange dauern. Dann müssen wir nämlich umziehen und dann müssen wir uns ein eigenes Haus zusammen, weil wir sind echt gut ausgerüstet. Wir haben echt schon viel gesammelt. Es wird echt mal an der Zeit, dass wir uns auf den Weg machen, Ressourcen zu sammeln. Holz, Stein, was wir für unser Hausbau brauchen. Und ich bin so ein bisschen überlegen, ob wir ab und zu vielleicht in den Creative-Modus wechseln, so zwischenzeitlich ein wenig, um den Bau so ein bisschen zu beschleunigen, weil es dauert doch schon ewig, bis ich jetzt hier was zusammen habe und alles. Und da könnt ihr mir gerne sagen, was ihr davon haltet, ob ihr da wirklich, ob ihr wirklich denkt, ja, das wäre eine gute Idee, mal den Creative-Modus dann zu switchen und das Haus vielleicht fertig zu bauen oder halt, nee, ist eine Kackidee. Das könnt ihr mir gerne mal schreiben unter diesem Video. Und je nachdem, wann ich dann die Aufnahmesession dann beendet habe, werde ich mir das mal durchlesen. Würde ich mich sehr darüber freuen, ja, über eure Anteilnahme, die ihr sowieso schon tut. Erstmal vielen, vielen Dank auch für die Tipps. Da war irgendwas mit dem Tipp. Ich hatte im Kommentar irgendwo gelesen, da war ein Tipp gewesen mit, ich muss mal eben schauen. Ich hatte nämlich, glaube ich, eine Schale gefunden, wenn ich das richtig... War das eine Schale? Man konnte sich eine Schale bauen. Irgendwo war eine Schale zu bauen oder sowas. Ich weiß nicht mehr da. Eine Schüssel, genau, das war das. Jetzt ist nur die Frage... Ich glaube, das war das, ne? Genau. Damit konnte man Schüsseln bauen. Und mit den Schüsseln und Pilzen, glaube ich, konnte man sich irgendwas zubereiten. War das Pilzsuppe? Kann das vielleicht... Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mal gucken, wie war das denn nochmal mit der Schüssel? Muss ich die Schüssel dann da rein tun und den Pilz da und... Nee. Wie kombiniere ich das denn? Kann ich das irgendwie kombinieren? Wird verwendet, um Pilzsuppe aufzubewahren. Wenn die Suppe aufgegessen ist, behältst du die Schüssel. Wie mache ich denn Pilzsuppe, bitte? Kann mit Hilfe einer Schüssel zur Suppe verarbeitet werden. Aber wie? Oder ist das, funktioniert das mit der Werkbank? Nee, das kann ich mir schwer vorstellen. Oder? Nee, hier macht man doch kein Essen. Oder vielleicht doch? Doch! Ah, Tatsache! Nahrung, Pilzsuppe, ja. Das heißt doch, gegoldener Apfel. Das heißt, aber so ein Pilz habe ich doch, glaube ich, irgendwo doch gesehen. Habe ich den nicht schon? Ich dachte, ich hatte so einen roten Pilz schon gefunden. Aber dem ist anscheinend nicht so, dass, anscheinend ist es nicht so, dass ich den Pilz habe ich doch noch nicht gefunden. Ich dachte, ich wäre da schon so weit gewesen. So. Es ist, glaube ich, Nacht. Ja. Und ich gehe schlafen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert, was wir gemacht haben. Ah, oh, und ich weiß, ja, ich jetzt... Sie brennen aber jetzt, glaube ich, mehr. Ja, sie brennen mehr, auf jeden Fall. Das hat, glaube ich, geholfen. Die sterben! Die sterben! Warum geht ihr denn nicht sterben? Wir müssen ja echt wegziehen. Also die Nachbarn hier, das ist also diese Randale permanent.
Das ist unglaublich. Die sollen endlich sterben gehen. Mann, Gott sei Dank. Immer diesen. Alter, die. Huch. Immer diesen Stress mit den Nachbarn. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich klare Gläser, dann klappt's auch mit den Nachbarn. So, ich würde sagen, wir werden. Ich weiß, ich habe gerade wieder viel zu viel schon hier rumgetrödelt, rumgeblödelt. Na, ich werde nämlich gleich noch eine Kiste. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Wir werden nämlich ein bisschen ein paar Steine abbauen. Und dann werden wir uns ein nettes Fleckchen suchen, wo wir unser Haus hinzimmern. Ich brauche aber erstmal einen Baum. So, das wächst bei uns schon. Das ist super. Das ist echt toll. Das macht so eine Menge Laune, jetzt hier das so zu sehen. Da drüben ist nochmal ein Schweinchen und eine Kuh. Da kriegen wir noch ein bisschen Nahrung. Das ist super. So, geh sterben. Geh sterben, du Ferkelchen. Also bei Nahrung können wir uns, wie gesagt, nicht beschweren und alles. Und Holz hacken müssen wir auch noch. Wie gesagt, ich möchte gerne eine Truhe nämlich nochmal machen. Weil wenn wir dann umziehen, dass wir genug Platz haben und alles. Dass wir da... Hallo? Dass wir da alles reinbekommen. Sehr schön. Den Baum nehme ich auch noch mit. Hier sind wieder Pilze. Pilze. Aber wie gesagt, schreibt das bitte mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob wir, wie gesagt, ab und zu mal so in den Creative-Modus wechseln, um dann halt uns vielleicht so eine schöne Hütte zu bauen. So ein gemütliches Dingen. Ja, das wäre so... Das könnt ihr mal schreiben, ne? Ob wir da echt... Ich sollte vielleicht mal was essen. Fällt gerade auf, ich habe nämlich nicht mehr so viel. So. Während die jetzt hier weiter dann jetzt gleich die Steine dann zusammenholen, werde ich nämlich hier nochmal Dings auf den Grill legen. Das Fleisch und alles. So, Spitzhacke haben wir genug. Ja, ich denke, das wird reichen. Ich werde mal nochmal... Die Schaufel dahin packen, die Axt auch nochmal dahin. Und das da und das da. So, und dann würde ich sagen, das ist gleich, oh, zwei haben wir schon. Gut, legen wir das andere Fleisch auch noch drauf, dann haben wir es fertig. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann endlich Steine organisieren für unsere bescheidene Hütte. Ja, weil, wie gesagt, das müssen wir ja leider machen. Das bleibt ja nichts anderes. Außer wir wandern, wie gesagt, in den Creative-Modus zwischenzeitlich. Das müsst ihr dann entscheiden. Und wir können hier noch die Brücke bauen, die schöne. Die müssen wir auch noch bauen. Und die sind mal Steine. Die werde ich jetzt alles werde ich hier abbauen. So, Steine. Aber wie gesagt, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Feuerzeugen und... Hey, und das klappt so schön schnell mit der Spitzhacke. Mein Gott. Minecraft ist auch voll so... nein! Tat das weh. Mann, tat das weh. Scheiße, so eine Kacke aber auch. Mann, da hat man einmal nicht aufgepasst. Nein, Minecraft ist aber auch voll so ein Süchtelspiel. Das ist so, wenn man einmal mit anfängt, kann man nicht aufhören. Man, dann muss man auch das machen, muss auch das machen und sowas alles. Aber wie gut, dass wir ausgerüstet sind, gut ausgerüstet sind, wohlgemerkt. Denn das hätte jetzt schon unser fataler Fehler sein können. Dann hätten wir wieder irgendwo, wären wir wieder aufgewacht, wo wir uns nicht rausgefunden hätten oder beziehungsweise hätten nicht wiedergefunden. Gut, unser Turm existiert ja. Den haben wir ja gebaut. Na. Ich minecrafte hier erstmal alles ab jetzt. Steine sind echt super. Huch, wo kommt er denn her? Hallo. Geh weg. Ich weiß, voll der Minecraft-Profi hier. So, jetzt ist wieder Ruhe im Karton. Sag ja immer, dieser Stress mit den Nachbarn. Ich habe auch immer so bei mir, bei den Nachbarn ist mal so, es gibt ja bei jedem... Wie soll ich sagen? Es gibt ja bei jedem Wohntypen gibt es ja mindestens einen Nachbar, der mal voll neugierig ist. Du, bei dir gibt es den auch.
Ja, wohlgemerkt. Das ist einfach so. Das ist so dieser Neugiersbedarf. Und ich weiß nicht, ob mir da viele recht geben werden, aber zum Beispiel gibt es diesen Nachbartypus, der ist auch nicht am Aussterben. Den gibt es immer wieder. Oder immer noch, wohlgemerkt. Sobald du oben den Schlüssel, ja, wenn du zum Beispiel oben wohnst, sobald du den Schlüssel, meistens wohnst du oben. Sobald du den Schlüssel nur annähernd in die Hand nimmst, deinen eigenen Wohnungsschlüssel, öffnet sich unten schon die Tür. Ja, von diesem Nachbartypen, den es gibt. Ja, und sobald du dann runtergehst, wirst du sofort erwischt. Ja, und dann wirst du ausgefragt. Na, läuft alles, alles supi, alles toll, alles schön. Das ist nicht bös gemeint, aber manchmal nervt das. Huch! Renn du Sau! Aua! Renn du Sau! Renn du Sau! So, ja, das ist doch supi. Boah, wie viele Steine wir jetzt gleich schon haben hier. Da können wir uns eine richtige Hütte leisten, eine richtige Hütte bauen, wohlgemerkt. Ich hoffe, wir kommen gleich noch nach oben raus. Was ist das für ein Geräusch? Sie haben wie so ein Pferd. Aber was macht ein Pferd hier unten? Mein Gott. So. Wir müssen immer so ein bisschen auch so die Nacht, also den Tag im Auge behalten, ob hier nicht irgendwann Nacht wird, weil sonst. Oh. Hey, eine Spitzhacke schon weg. Mein Gott, wie viel Stein wir jetzt schon abgegraben haben, abgegrast haben hier. Ist ja unglaublich. Aber das müssen wir ja machen, liebe Zuschauer. Ja, das ist nun mal so. Ach, da oben ist ein Pferd am Stehen. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ein Pferd auf dem Flur. Und es ist so hässlich. So. Meine Güte, das. Oh Gott. Ja, um uns das halt zu ersparen, würde ich gerne ab und zu, wie gesagt, diesen Creative-Modus wechseln, weil dann kann man echt sich dieses ganze Rumgehacke zwischendurch mal sparen. Ich meine, es macht Spaß. Muss sich schön unterhalten und so. Und, dann gucken wir mal. Lalalala. Gleich sind unsere Taschen voller Steine. Ich sehe es schon kommen. Ich grab mich mal weiter hier rein. Ich glaube, es wird Nacht. Kann das sein? Oder? Ich grab mal hier weiter. Mann, wie schnell das immer. Ich sehe nur noch viereckig. Ich grab mich selber weg, glaube ich. Das habe ich das Gefühl. Ich habe gleich keine einzigen Steine mehr irgendwie, um nach draußen zu kommen. Also muss ich die ganze Nacht hier rumarbeiten und Steine hacken. Größere Taschen wären auch mal super. Ich sag ja, wir kommen gleich nicht mehr rauf. Ich baue hier alles weg. Pferdgeräusche, die sind so merkwürdig. So, ich bin hochkonzentriert, man merkt's. Wow, so. So. Haben wir jetzt genug Stein? Ich weiß es gar nicht. Alter Finne. Wir könnten ruhig noch ein bisschen mehr abbauen. Da habe ich ein bisschen. Alter, wir kommen hier niemals wieder raus. Niemals. Ja. Huch. Wir müssen uns irgendwie so eine Treppe bauen. Weil es wird nämlich dunkel. Ich sehe es gerade. So, kommen wir denn hier raus? So. So, dann müssen wir das aber lassen, weil sonst echt stehen wir echt. Ja, es wird dunkel, glaube ich. Ja, es wird. Ich glaube, es wird Nacht jetzt so langsam. Ich glaube, wir haben auch erstmal genug. Huch. Was? So schnell wachsen die Bäume hier?
muss ich erstmal hier durchkämpfen, hier durch den Dschungel. Da war der Adamsapfel. Habt ihr gesehen? Der Adamsapfel. Aber wir haben einen neuen Baum gepflanzt und neue Bäume bringen uns mehr Holz. Ja, wohlgemerkt. Ich muss hier ein bisschen stutzen. Ich habe ja leider meine Heckenschere habe ich leider zu Hause liegen lassen. So, das sieht doch supi aus. Das ist doch klasse. So, dann würde ich sagen, für diesen, ja, für diesen Tag wird es erstmal reichen. Und ja, wir sehen uns dann in einer weiteren Episode wieder bei Minecraft. Und dann schaltet ihr wieder ein. Gute Nacht.